Sie sind hier, 23. August 2018, 22.09 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern Paul Drucks und die Füchse Berlin kassierten zum Start in die Handball-Bundesliga eine Pleite Urheberrecht Imago, während die Füchse Berlin in Göppingen einen kapitalen Fehlstart in die neue Saison der Handball-Bundesliga aufs Parkett legten, ließ Magdeburg bei Melsungen nichts anbrennen. EHF-Cup-Sieger Füchse Berlin hat einen Fehlstart in die neue Saison der Handball-Bundesliga hingelegt. Der Tabellendritte der Vorsaison verlor bei Frisch auf Göppingen nach einer schwachen Offensivleistung mit 18.21 Uhr, 9.11 Uhr dem SC Magdeburg, ebenfalls ein Anwärter auf eine Top-Platzierung, gelang dagegen durch ein 28:23, 16.14 Uhr im schwierigen Auswärtsspiel bei MT Melsungen ein Auftakt nach Maß. Titelverteidiger SG Flensburg-Handewitt startet am Samstag bei GWD Minden in die Saison, Supercup-Gewinner und Vizemeister Rhein-Neckar Löwen trifft am Sonntag auf den TBV Lemgo Lippe. Außerdem verlor am Donnerstag der vom Verletzungspech gebeutelte SCD HFK Leipzig überraschend gegen TVB 1899 Stuttgart 26:27, 11:12 Uhr Pause für Füchse Kapitän Lindberg. Die Füchse mussten gegen Göppingen ihren Kapitän Hans Lindberg ersetzen. Der 37 Jahre alte Rechtsaußen hatte sich wenige Stunden vor dem Spiel einer Meniskusoperation unterziehen müssen. Der Schwede, so teilten die Füchse mit, werde auf nicht absehbare Zeit fehlen, ohne ihren Routinier unterliefen den Gästen viele Fehler, in der Offensive lief gegen den überragenden Göppinger Torwart Primus Post kaum etwas zusammen. Mihail Omarčenik war noch bester Füchse-Werfer mit nur 4 Toren. Erfolgreichster Schütze der Göppinger, die sich für ihre Niederlage im EHF-Cup-Halbfinale revanchierten, war Ivan Sliskovic, 6. Die Mannschaft war heute ein Mentalitätsmonster, meinte Göppingens neuer Trainer Hartmut Meyerhofer bei Sky. Die Magdeburger stabilisierten sich nach einer zerfahrenen Anfangsphase. Matthias Musche, Robert Weber, beide 7, und der starke Torwart Yannick Green führten die Gäste zum Sieg. In Leipzig musste SC-Trainer Michael Biegler wegen zahlreicher Verletzter einige Spieler aus der zweiten Mannschaft aufbieten. Die Gäste aus Stuttgart nutzten die Personalprobleme des Gegners aus. Von Sportinformationsdienst.